Hallo und willkommen zurück zu Bioshock. Wir gehen nochmal zu den netten Herrn hier, der uns vollkommen ignoriert. Ich dachte, zu den sollen wir. Okay. Gebührenfreie Klinik. Su Chong, was haben Sie sich dabei gedacht? Trinkbare Plasmide? So brauchen wir 10-mal mehr Adam im Vergleich zu den Injektionen. Und falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, diese Meeresschnecken wachsen nicht auf Bäumen. Wechseln Sie wieder zu den Injektionen und überlassen Sie es den Typen vom Marketing, das Zeug an den Mann zu bringen. So, ist so blau hier oben. Schwimmt kein einziger Fisch. Hier ist so ein Big Daddy. Prototyp, Stage 1. Tun können. Unheimlich. Mr. Monster ist böse. Unheimlich. Bleib weg von ihm. Gruselig. Hey, ist schon okay. Er kann keine mehr was tun. Unheimlich. Shh. Kannst du dich bewegen? Kannst du ein bisschen rutschen? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ich habe keine Ahnung. Nein, er ist nur verletzt. Er braucht jemanden, der weiß, wie man ihn repariert. Vielleicht gibt es hier ein... Ich weiß nicht, gibt es hier vielleicht Unterlagen zu ihm oder so? Klar. Die brauche ich nichts fragen. Finde einen Weg, um Big Daddy zu reparieren. Wollen wir das wirklich? Aber da waren doch hinten Ersatzteile, oder nicht? Okay. Und jetzt dachte ich, das wäre noch was. Und wenn wir den reparieren, würde er versuchen, uns zu killen, oder? Das sehe ich doch richtig. Verschlüsselt. Der Big Daddy lässt sich nicht prägen. Wenn er sich nicht auf sie prägen lässt, was nutzt er dann der Little Sister? Sie mag ihn nicht, er mag sie nicht. Situation ist ausweglos. Inakzeptabel. Okay. Hier ist nichts, was man klauen kann, ne? Hm? Habe ich was? Was sie? Wie hier? Hätten diese dummen Monster halbwegs Verstand, würden sie einsehen, dass sie ohne Little Sister nicht überleben können. Nur eine Sister liefert ihnen für sie genetisch passendes Adam. Keine Little Sister, kein Big Daddy. Ach ja, da war ja was, ne? Unheimlich, 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 unheimlich! Ich muss etwas tun! Big Monster ist krank. Big Monster. Schon gut, krank. Bitte. Bitte, ich. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Er braucht Adam. Ich hab keines. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Das ist nicht, wir können ihm helfen. Löwe mit dem Dorn in der Pranke. Okay. Wir lassen die hier alleine. Komm schon irgendwie klar. Wir müssen da lang, und was ist hier? Kannst du ihn anhören? Also, nett. Ist das Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Suchong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Suchong, wenn ich etwas weiß, dann das. Es steht in ihrer Macht, ein anderer Mensch zu sein. Was kann Ryan uns nehmen, dass wir nicht schon auf dem Altar der Erkenntnis geopfert haben? Es sind Kinder, Little Sisters. Und ja, sie werden vergessen. Aber sie und ich nicht. Die Erinnerung an unsere Taten verblasst erst, wenn alle Lichter verlöschen. Tannenbaum. Klinischer Versuch, Protektor Systemplasmid, Charge Nummer 255. Dr. Suchong, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Göhren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht. Na, ich hab's geschafft. Papa Suchong! Weg da! Vielleicht, wenn ich die Gensequenz verändere und... Die Sequenz so anpasse, dass... Verschwinde, du dreckige Mistgöre! Oh, jetzt wird er was sauer. Was? Was machst du da? Zurück! Zurück! Ich hab nichts gemacht. Ich bin brav. Bleib mal cool, Digga. Das ist das Ass. Das ist es? Das ist das Ass im Ärmel? Das ganze Leid, das ganze Sterben nur dafür? Irgendwie hat er so ein Poragleit drin stecken lassen. Wand betreten? Eigentlich hätte ich mich vorher vielleicht umschauen sollen. Kann ich da was raus? Nee. Wird gelaufen. Hey Schwester, hier sind wir. Oh Mann. Ich habe es. Dann gib her, damit ich diese Göre endlich loswerde. Wissen Sie was?
Andrew Ryan hielt mich für ein Dummchen. Aber er hat sich geirrt. Nicht ich bin die Dumme, Atlas. Sie sind der Dumme. Gut. Wir wissen beide, was jetzt passiert. Also machen Sie schon. Naja, wenn du drauf bestehst. Was heißt das? Das ist doch nur Buchstabensalat. Was steht da, du Miststück? Hey, 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 hey! Sag mir, was da steht! Da steht... Wärst du so freundlich? Wir haben den Aktivierungscode. Jetzt brauchen wir diese genetische Missgeburt nur noch in ein Flugzeug zu schaffen. Und Rapture gehört uns! Ja! Ich entschied mich für Rapture. Du, liebte kleine Lilipo! Ich gehe dorthin mit Mr. Bubbles! Und wir stellen alles auf den Kopf! Der Freier hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Du bist ihr wahrer Retter. Du kleine Null! Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, es ist kaum zu glauben, sehe ich ihn.
You ready? Yep. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. In a silver plane, see the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again, you belong to me. Great. Yeah? I think about it. Can I clap? Always hot and hurried like a rat in a race. Like a drive-by at such a frantic pace. Need to freeze a moment, put your worries on ice. We got a plan for you, that's just the spice. Chill out. Relax. Be cooler than the coolest hats. When things heat up, don't be a fool. With Old Man Winter, you can keep your cool. Feeling hot under the collar?
Stay frosty with the plasmid that lets you enjoy life at a cool pace. Turn down the heat and turn up the ease and relaxation with Old Man Winter from Ryan Industries. Keep your cool with Old Man Winter. Last chance, pet. Let her go! Get me the ace. I'll wrap the brat in a silk ribbon. It's a bad place. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. I'm not you, Booker. And yet, here you are, settling the debt. Didn't your mom ever teach you not to put your faith in strange men? Give me the girl. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. I will never escape it. Exploited, exploiting. It's like a wheel of blood spinning round and round. I give you a choice. Work for me or die in average.
what matters more. Your part in the play? Or the play itself.